Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Intuitiv malen bei Krankheit ist mein heutiges Thema. Und ja, ich möchte einfach diese Reise mit dir teilen. Also lehn dich entspannt zurück und ja, guck einfach mal, was so passiert. Ja, mir ging es an dem Tag überhaupt nicht gut und ich hatte irgendwelche Formen, Gedanken im Kopf, wo ich mir gedacht habe, Mensch, versuch's doch mit Malen, versuch doch diese Formen mal auf die Leinwand zu bringen, mal gucken, was so passiert. Also mir ging es tatsächlich dann danach um einiges besser, immer eigentlich, wenn ich male. Und hier habe ich einfach, wie du siehst, zwei Leinwände übereinander an der Wand angebracht. Ich male mit gängigen, also mit Acrylfarben, ohne Konzept. Habe mich vorher auch ein bisschen mit einer kleinen Meditation, ein bisschen Musik so in Stimmung gebracht. Und lass mir Zeit bei meinen Formen. Es sind übrigens komplett neue Formen. Also wer meine Bilder und Videos kennt, sieht, dass das tatsächlich eine neue Richtung hier entsteht. Und wenn du magst, wenn du das selber mal ausprobieren möchtest, leg schöne Musik auf, such dir einen ruhigen Ort, vielleicht eine Wand bei dir in der Wohnung, im Haus, die nur dir gehört und die ist dann reserviert für Genesung. Also hier, das ist meine Wand, meine Genesungswand, meine Wand, wo ich liebevollen Kontakt auch zu meinem inneren Kind herstelle. Eine Wand der Verarbeitung, der Betrachtung, Dinge liebevoll anzuschauen. Ja, und dann auch, um sie loszulassen. Jedoch, bevor ich loslassen kann, also auch mit Farbenform ist es sehr gut möglich, muss ich ja erstmal wissen, was will ich überhaupt loslassen? Ah ja, ein kleiner Hinweis an eine liebe Teilnehmerin. Die versteht es dann schon, wenn sie es sieht. Ja, hier siehst du, das wollte ich dir einfach mal zeigen, wie ich das so mische und punche. Punchen wie ein Kind ja auch manchmal, ne? Ja, und wenn du magst, tanze zu deinen Bildern, sprich mit deinen Bildern. Und es muss auch nicht an einem Tage oder an einem Abend entstehen. Ja, hier wird ein bisschen aufgebaut, umgebaut. Also sei auch ruhig kreativ, wenn du malst, wenn du dir dein Plätzchen einrichtest. Es müssen nicht immer die teuersten Atelier-Utensilien sein, ne? Das ist Quatsch. Wichtig ist, dass du ins Tun kommst, ja, ins Machen. Intuitives, heilsames Malen ist ein To-Do-Programm.
Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, es passt, es ist fertig oder für den heutigen Tag, für den heutigen Abend reicht's, dann bleibt einfach alles stehen und ich mache am nächsten Tag weiter. Hier sieht man, dass ich zuerst zum Beispiel Linien wieder ein bisschen auflöse. Ja, ich kann nicht lachen an dem Tag, weil ich wieder mit Pusteln im Mund und so weiter zu tun habe. Habe ich wieder irgendwas erwischt, was ich nicht vertrage. Als Hochsensible passiert mir das öfters, dass ich irgendwelche Dinge esse und dann ist irgendwas drin und ich vertrage es nicht und dann geht es schon los. Und das war eben da der Fall. Also drum auch der permanente ernste Blick, weil das Lachen oder das Smilen hat einfach wehgetan. Dieses Bild analysiere ich zum Beispiel jetzt nicht, sondern ich lasse es einfach fließen. Mein höheres Selbst weiß schon, wo Farbe hin muss, was ich zu tun habe und was ich aber auch liebevoll unterlassen soll. Ja, es wird eine Serie entstehen mit diesem Thema intuitives, spontanes Malen bei Krankheit. Und ja, ich möchte dich dazu herzlich einladen. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und bis bald.